damit gerechnet werden muss, dass der Kugelstand um 1,8 Millionen Tiere vermindert werden muss, wenn die Rinderwirtschaft dann überhaupt noch zu erträglichen Preisen Absatz für ihr Hauptprodukt eben unbedingt finden soll. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich hervorgehoben, dass die verbreitete Vorstellung, die Erweiterung der EWG, insbesondere der englische Weißrückgörer, eine Entlastung des Milchmarktes bringen, zumindest bis 1975, keine Grundlage hat. Günstiger ist die Situation natürlich bei der Fleischerzeugung, das ist bekannt, aber hier wurde besonders hervorgehoben, dass die verbreitete Vorstellung über die Wirtschaftlichkeit der Rindfleischerzeugung entscheidet, dass das Verhältnis von Milch zu Fleischpreis einfach falsch ist. In Wirklichkeit entscheidet das Verhältnis von Kälberpreis zu Fleischpreis und da ist im größten Teil der großen und ganzen hatten am 10. Februar, das sei noch einmal in Erinnerung gebracht, einen Handgranatenanschlag auf Passagiere und Besatzung einer El-Al-Maschine auf dem Flughafen München-Riem